Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch in den Kondor-Schatzkammern und haben hier noch ein paar Tresore zu knacken. Ich denke, man kann sicherlich auch die Schlüssel dazu finden. Aber hey, Astarion ist hier so bewandert im Schlösserknacken, dass er auch die nicht ganz mühelos knacken kann. Aber er kann sie zumindest knacken, auch wenn wir da mehrere Anläufe teilweise brauchen. Wir müssen gleich mal uns einige neue Diebeswerkzeuge holen. Hat er jetzt noch welche? Mal gucken. Ich glaube, eins hat er noch. Das hat nicht geklappt. So, jetzt können wir nur noch Inspiration einsetzen. Das machen wir natürlich nicht. Das nutzen wir eher für unsere Gespräche, wenn dann. Knöchelklopfhandschuhe. Verwandlungszauber des zweiten Grades. Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Cool. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch eine Truhe, die legen wir am besten mal ab. Können wir mal sehen, was da so alles reinpasst in so ein Tresor. Und da haben wir diverse Kinderspielzeuge drin. Ich denke, das brauchen wir nicht unbedingt. So, die Sachen packen wir auf jeden Fall mal ins Lager. Wir räumen jetzt mal ein bisschen auf kurz. Amulett der Genesung, auch nicht schlecht. So, die Handschuhe und das Amulett kann auf jeden Fall weg. Ans Lager schicken. So, dann kommen hier die ganzen Schriftrollen mal zu meinem Server rüber. Tränke zu Astarion. Atem in der Flasche. Kann darüber. Getrennte Narrenfuß kommt zu Lisel rüber. Okay, das ist auch für Tränke. So, Rest wird verkauft, Leute. Wir haben Rubine, wir haben Kupfermünzhaufen, wir haben Diamanten, schwarze Diamanten. Guck mal, was die alleine schon wert sind. Wow, nicht schlecht. Da machen wir ordentlich Kohle mit. So, ging doch schneller als gedacht. Ja, dann können wir auch direkt mal eine lange Rast einlegen, würde ich sagen. Wenn wir sowieso ins Lager müssen. Jenna ist auch wieder da. Please, can I stay here? I don't want to be alone. Haben wir doch schon gesagt. Now that Grub is gone, I don't got anyone. I promise to pull my weight. Okay, natürlich könnt ihr bleiben. Yes, I mean, thank you. Thank you so much. I promise to cook up loads and be really good. Jo, irgendwie hat uns das aber noch nicht so viel gebracht. So, mal gucken, was unsere Kompagnons zu erzählen haben. He seemed to believe that doppelganger was truly Jahira. A sure sign he's being manipulated. Baal hat mich auserwählt, die gesamte Existenz in seinem Namen zu erobern. Ihr tätet gut daran, euch zu verneigen. I never claimed to be wise. Unfortunately, I think you may find you have more than a little healthy competition from would-be tyrants. Lady Shah is patient, though. She can wait until the rest of you have torn each other apart. Ja, Schattenherz verneigt sich natürlich nicht. Das war uns doch klar. I am loath to admit it, but if we can pacify Minsk, he may be a worthy companion. Any man who can resist being digested by a mimic may even give an elder brain food for thought. Das wäre cool, wenn Minsk sich anschließen kann. Das wäre vielleicht schon der erste oder das erste Indiz dafür. Was haben wir denn hier? Da war nichts drin. Lisel. Is something burdening you? Wie kommt ihr drauf? Ich bin der Auserwählte des Baal. Ich bin Mord, ich bin Tod, ich bin der ewige Schlechter. Lord Baal's chosen. You must think yourself mighty for it. Yet, you are already mighty.
And you would have been mightier still if you defied him and your urges. Ja, das weiß ich nicht, ob wir dann noch mächtiger geworden wären. Ich finde, wir sind mächtiger geworden. Minsk puts on quite a show of brawn. Even if there's no brain worth mentioning. I mean, I hate to judge the proverbial book, but that oath may be all cover and no pages. So, wo ist unsere Truhe? Ach, er ist auch da. Guck mal. My fondest congratulations for your work in the temple. Well done indeed. On this eve, Skeletus gazes upon perfection. You shall be a graven god, my demiurge. All you must do now is heed your father's advice when the time comes. Okay, cool. Ich werde in Bals Namen in dieser Stadt einen blutigen Sturm entfachen. In the carnage to come, you shall reach the peak of your holy magnificence. It won't be long, my lord. It won't be long. Interessant. Interessant. So, wo haben wir hier die Truhe? Das ist vermutlich die, wo unsere ganzen Sachen drin sind. Wir brauchen Diebeswerkzeuge. Jo, da haben wir sie schon. Wollen wir mal Stapel teilen und nehmen die Hälfte raus. Ich glaube, das sollte definitiv reichen. Natürlich ist Astarion jetzt auch erstmal überladen. Aber wir wachen dann ja auch direkt im Bankgebäude wieder auf und werden einige von denen aufbrauchen. Da müssen wir mal gucken, wie lange wir da brauchen. So, einmal lange Rast. Und Lager verlassen. So, Astar und einmal das Schloss hier knacken. Und dann müssen wir bei den anderen drei Tresoren auch nochmal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu holen. Ist jetzt natürlich nicht so super interessant. Weil das viel Zeit in Anspruch nimmt, aber... Interessanter ist es, glaube ich, wirklich, was sich drin befindet in diesen Tresoren. Und jetzt haben wir wieder richtig Pech. Oh, sehr knapp gerade. Ein Punkt fehlt uns jetzt natürlich, weil er nicht glücklich ist durch einen Vampirbiss. Wir müssen eigentlich schon 20 erreichen, um da drauf zu kommen, ne? Ja, nicht ganz. 17 müssten wir würfeln. Knapp. Boah, das ist ja Wahnsinn. Wie viel wir schon verbraucht haben jetzt von den Diebeswerkzeugen. Wir natürlich nicht alles aufbrauchen. Das ist ja wie verhext hier. Die anderen gingen alle irgendwie ein bisschen einfacher auf, habe ich das Gefühl. Der hier nicht so. Ich sehe uns schon alle aufbrauchen. Na komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir haben wirklich null Glück. Endlich. Wir haben es ja auch schon dreimal geschafft. Ich meine, muss doch möglich sein. Erpressungsdokumente. Ein dickes Notizbuch, das Hintergrunddossiers zu allen wichtigen Patriarchen von Baldur's Gate enthält, mit Querverweisen, um das Netz aus geschäftlichen Verflechtungen und Mischehen zwischen den Familien zu zeigen. Es folgt ein beispielhafter Auszug. Familie Lath, relative Parvenus, Geld aus Immobiliengeschäften in der Ober- und Unterstadt,
Besitzer der Taverne Elf gesang. Der singenden Laute der Sturmküstenreihe Stiller mit Minderheitseigner der errötenden Nixe. Nomineller Kopf der Familie ist der greise Fürst Orthagon Flath. In Wahrheit jedoch werden alle Entscheidungen von dessen geschäftstüchtiger Tochter getroffen. Matrone Marigold, ausbeutbare Schwäche. Die Lieblingsgroßnichte Heidelin Flath, Erbin von Fürst Orthagon, ist eine unersättliche Spielerin und hat in Würfelhallen von Steinaugen bis Schweinefuß. Ja. Was war das hier? Skelette in Patriarchenschränken. Wertgutachten zu den Patriarchendossiers vertraulich erstellt von Ser Ukta, Gildenschatzmeister. Werte Mutter Oberin, diese einzigartige Sammlung ist offenkundig die Furcht jahrelange Geheimdienstarbeit. Aus professioneller Sicht gesprochen war es mir ein großes persönliches, war es mir ein großer persönlicher Gewinn, sie zu begutachten. Die Sammlung wäre auch finanziell ein großer Gewinn, sollte das Kloster sich in einer Notlage entscheiden, sie auf dem Schwarzmarkt von Baldur's Gate höchstbietend zu verkaufen. In diesem Fall würde ich dazu raten, sie Neunfinger-Kien bei der Gilde anzubieten. Versteht sie von selbst. Edward Nadel bei Baldus Ohr und Feuer Liara Potier von der flammenden Faust. Um einen möglichst hohen Preis zu erzielen, erwähnt bei jedem, dass ihr die Dossiers auch den anderen anbietet. Sollte eure Notlage akut werden, würde euch jeder der drei die Sammlung mit Kusshand für mehrere tausend Gold abkaufen. Bei einer Auktion würdet ihr jedoch einen höheren Preis erzielen. Ja, da haben wir jetzt ein paar Schmuckstücke. Also da habe ich mir jetzt tatsächlich mehr erwartet hier von diesem Tresor. Aber gut. Wir wollen hier nochmal testen. Wir sind etwas überladen, weil wir den Trank noch nicht getrunken haben. Aha, da kommen wir ran. Da hatten wir einen Schlüssel für. Der lange Arm der Ruhe wandert direkt ins Lager. So, der kommt damit rein. Schatzkammer Nummer 2. Verschlossen. Gut, wir versuchen es wieder, Leute. Nur noch die beiden Schatzkisten hier sind übrig. Kritischer Misserfolg, es geht schon gut los. Ja, vielleicht macht das schon was aus hier, wenn wir glücklich nicht haben. Aber wir können jetzt hier auch gerade niemanden aussaugen. Wir wollen uns die ja nicht zu Feinden machen. Eine glatte 20 wäre auch nett. Wieder eine 1 hier, das gibt's ja gar nicht. Kritischer Fehlschlag. Zweimal dürfen wir noch. Ansonsten müssen wir wieder ins Lager gehen. Ja, ich glaube, wir müssen mal ins Lager. Uns die restlichen nochmal holen. Das gibt's ja gar nicht, Leute. Watch your back. Naja, 29 mit denen. Sollten wir das aufschließen können, die beiden. Na also, wer sagt's denn? Gleich beim ersten Mal hier. Fehlt noch der? Oh, hier kein Boni, ne? Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Janna's Hut. Vorteil bei Überzeugungswürfen und bei Täuschenwürfen. Dufterfüllte Tage, Nächte der Ekstase. Ein nach Lavendel duffendes Tagebuch voll blumiger Prosa, welche die kurze, aber glühende Affäre zwischen Dame Blauregen Janna's und einem jungen Taugenichts namens Enver Gortash beschreibt. Es folgt ein typischer Auszug. Als er mich in seinen starken und doch sanften Armen hielt, war es, als würden die Jahre von mir abfallen. Ich wurde wieder zur beliebtesten Debütantin der Seuris und Kotilons der Oberstadt. Was machte schon, dass der Diamantring, den ich ihm schenkte, seit Generationen in der Familie Janna's weitervererbt, mehr wert war als die gesamte Villa? Er sah so hübsch aus, wie er an seinen langen, starken Fingern funkelte, und sein strahlendes Lächeln, als er ihn überstreifte, war ein Dutzend Villen wert oder sogar mehr.
Nymphenumhang, Person beherrschen können wir dann. Oder ein Amulett des Zaubergelehrten. Oder glaube ich beides getrost verschwinden lassen. Einmal ins Lager. So, die beiden auch noch. Den Rest können wir verkaufen. Ja, nützt nichts. Wir müssen den schlucken. So, und bei ihm müssen wir auch mal gucken. Was können wir hier vielleicht noch loswerden? Einfaches Gift, schlichtes Gift. Wovon haben wir vielleicht die zweimal? Einmal nach Typ sortieren, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Färbemittel, die wir ins Lager erstmal schicken können? Noch ein paar Pfeile ablegen, aber ja doch, die wiegen einiges. Also 10 Pfeile jeweils. Kommen wir noch nicht ganz ran. Der Dunkelheit kommt ans Lager. Die nutzen wir ja eh nicht so oft. Deswegen können wir dann damit zumindest ein bisschen mit dem Gewicht tricksen hier. Oh Gott, hier gibt's noch mehr. Ja, wo kommen wir denn hier in die Kanalisation? Leere Kisten. Mahagoni-Kleiderschrank. Ein paar Klamotten drin. Astarion, du musst ran. Nützt nichts. Ah. Müsste aber der letzte sein jetzt. Ich bin ja froh sein, dass wir die Handschuhe noch haben. Mit dem einen Punkt hier. Wir schaffen das noch. Ich würde so auf jeden Fall bei 10 aufhören. Wenn wir nur noch 10 haben, dann würde ich das lassen. Aber hier haben wir schon kritischen Erfolg. Das heißt, auch der ist offen. Elegantes, beschlagenes Leder. Eine leichte Rüstung. Brauchen wir nicht. Wandert ins Lager. Okay. So, warum können wir denn hier nirgendwo in die Kanalisation? Also, ich sehe jetzt hier keinen Ausgang. Oder bin ich komplett blind? Never wanted the easy path. Nochmal Dolche. I'll take that. So, das waren ja alle Schatzkammern. Hier hatten wir keine mehr. Da waren nur Schlüssel. Und wir hatten oben noch einen Raum. Da kommen wir aber irgendwie nicht weiter, weil wir immer wieder an den Eingang teleportiert werden. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you. Watch your back.
Ist aber wahrscheinlich auch für 30. Ah, da haben wir nur die Schwierigkeit von 25. Das ist schon einfacher. Okay. Nicht ganz ran. Schade, wie haben wir das denn da eben gemacht? Auf der anderen Seite hat es irgendwie besser geklappt. Nee. Oder warte mal, kommen wir mit dem Energietunnel durch? Ja. Okay, cool. Müssen wir gleich nochmal nutzen können. Jetzt halt hier erstmal dran. Das ist vermutlich vielleicht wieder überladen. Also nicht ganz so viel Gepäck. Ja, überladen. So, machen wir hier unten aber gleich wieder. Zack, kommt das rüber. Die auch. Ach so, können wir nur einmal nutzen pro lange Rast. Ne, kurze Rast. Okay, schade. Let's get going. Time to press ahead. Okay, fliegen bringt auch nichts. Ja, schade. Schade, schade. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das deaktiviert. Aber hier haben wir nochmal eine Larve. Psyche zerbrechen, dringe den Verstand einer Kreatur ein und verringere ihre Verteidigung. Die Rüstungsklasse wird um 1 verringert. Nehmen wir mit. Ja, ich glaube, wir können jetzt erstmal aus der Bank heraus. Wir haben etliche Schlüssel für den Hafen, aber da dürfen wir nicht hin. Da dürfen wir uns nicht bewegen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, dass wir gegen die kämpfen müssen hier, dann hätten wir da auch Zutritt, weil wir die dann einfach töten. Aber so riskieren wir das jetzt erstmal nicht. So, vielleicht können wir ihm mitteilen, was passiert ist. If you don't mind, sir, I do believe you have your pass and I have other customers. The vaults are just downstairs. Ja. Untersuche die errötende Nixe. Oh, was ist hier los? Das war die hier. Die kennen wir doch irgendwo her. An
Ah, the heart-stopping bloodsucker. Stimmt, sie war das. Ever since our last liaison, I haven't been able to get you out of my mind. Nor have I, no matter how hard I try. Forgive the mess. Your blood is far more volatile than I'd anticipated. Unser Blut hat diese Explosion bewirkt. It's a breakthrough in the sanguine arts, the likes of which the world has never seen. The Grand Matriarch will have no choice but to restore House Ablodra after I present her with my research. But listen to me, rabbiting on about myself when I have you, the prize bleeder, on my very doorstep. If you'd come inside, we could discuss something far more exciting than drow politics. Okay, dann zeig mir den Weg. Not if you lead me first. Purpurtränke. Ja, hier ist einiges aufzuräumen. Was ist da? Ein Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Damit kommen wir dann da unten rein. Oh, sie hat das gecheckt. Okay. Wir versuchen uns rauszureden, überzeugen. Ach, verdammt. Mit wem redet sie denn gerade? Mit Lizelle. Your words have only made you appear more. Wachen werden davon hören. Na super, auch das noch. No time to rest. Ach, weil wir einen Schlüssel genommen haben. If you have a defense, make it now. Wie wäre es mit einer Zuwendung, bitte? It may have been unwise to reveal just how much gold you have. Ach, wir wollen nicht ins Gefängnis. Komm, dann greifen wir die jetzt an. Nützt ja nichts. Ja, das ist natürlich sehr unglücklich jetzt gelaufen hier, ja. Warte mal, wo stehen die denn hier? Da stehen ja noch mehr. Ach, draußen, okay. Komm, den beißen wir mal, dann ist Astalion auch wieder glücklich. Die anderen stehen alle draußen. Schade. Sometimes the only way out is through. No time for mercy. Damit hätten wir die beiden schon mal zumindest angekratzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die ganze Stadt feindlich gegenüber uns ist. Es ist auch witzig, dass sie hier durch die Wände schießen. The ash can be repurposed. Some of it, at least. In my best interest. Sehr schön. God. So, der kommt auch rein. Läuft hier. Mit Sarah an. Ist aber nicht weiter schlimm. Let's go. The ash can be repurposed. Some of it, at least.
Ja, da rennen nochmal durch. Super. Jetzt funktioniert das nicht. So. Müssen wir den doch treffen eigentlich. So, ich hoffe, damit hat sich das jetzt erledigt. Es war halt sehr unglücklich hier. Ah, a cozy little spot, isn't it? These four walls have witnessed greater alchemical triumphs than the keep of Urngarth Durand. And now that you're here, the crown jewel of my research is soon to be faceted. All you have to do is drink Formula Gruner. Okay, was ist dieses Formula Gruner? I trust you've forgotten what happened when I drank something she offered. This formula won't be any kinder to you. Formula Gruner? Well, yes. Formulae Arku through Fruag were spectacular failures. But Gruner... Gruner is different. Believe me. Was macht dieses Formula denn? When you first entered this home, you saw the incredible latent power within your blood exposed in all its nuances. Formula Gruner will unleash that power within you. Nicht, dass wir gleich explodieren, wenn wir das trinken. But, safe. No, no, no. Does it really need to be said? ich trinke heute kein mysteriöses Formula, danke. Not even for the betterment of the alchemical arts the realm over. Not even for that. Wir gehen erstmal weg. Vielleicht können wir das nochmal trinken, aber jetzt werden wir das erstmal nicht tun. Wir sind auch am Ende der Folge angelangt, liebe Leute. Wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen. Dann können wir das vielleicht nochmal ausprobieren. Gespeichert ist jetzt auf jeden Fall auch. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.